Wir wollen noch mal die Gelegenheit, und jetzt hören wir erstmal die neue Parteivorsitzende Andrea Nahles. Diese Aufgabe übernehmen darf. Du hast mit der SPD in den vergangenen 16 Monaten ungeahnte Höhen und Tiefen erlebt. Das waren stürmische Zeiten, das kann man ja wohl sagen. Am Anfang gab es unglaublich Rückenwind und dann blies uns der Wind ins Gesicht. Was du persönlich und politisch in dieser Zeit erlebt und ausgehalten hast, ist zwar ausführlich beobachtet, dokumentiert und interpretiert worden, aber wie es ist, diese Achterbahn wirklich zu durchleben, ich glaube, das können wir nur ahnen. Und ich möchte dir deswegen in unser aller Namen ganz herzlich Danke sagen. Nicht nur, dass du das so durchgestanden hast, auch mit welcher Haltung du das durchgestanden hast, das verdient den größten Respekt, lieber Martin. Und lieber Martin, das ist dein Applaus. Liebe Genossinnen und Genossen, es ist ja manchmal so, man kennt Menschen schon viele Jahre, aber man lernt sie dann in einer besonderen Situation durch die Zusammenarbeit noch mal ganz neu kennen. Und ich glaube, das war bei uns beiden so. Viele Jahre haben wir im Präsidium gesessen, aber ich immer mehr Innenpolitik, du definitiv schon immer mehr Europapolitik. Und ich kann sagen, dass in dem Moment, wo du dann Parteivorsitzende geworden bist und die Kampagne anfing, wir einen sehr intensiven Dialog, eine sehr intensive und sehr vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit hatten. Und das hat gehalten durch alle Stürme, durch alle Widrigkeiten hindurch. Und das möchte ich mal sagen, das finde ich eben so wichtig, dass wir bei allen Schwierigkeiten, auch auf dieser Ebene, miteinander solidarisch sind und das funktioniert. Das müssen wir auch vorleben. Und ich glaube, uns beiden ist das bisher ganz gut gelungen und das soll auch so bleiben, lieber Martin. Du hast in den Koalitionsverhandlungen auch Spuren hinterlassen. Ich habe es eben schon mal gesagt. Die werden über diesen Tag hinausgehen. Die werden über diesen Tag hinausreichen. Denn es ist tatsächlich so, dass niemand anders als du mit deiner ganzen Erfahrung, deiner Vernetzung und vor allem, weil du es wirklich auch zur Priorität gemacht hast, den Schwarzen diesen Richtungswechsel in der Europapolitik aus den Rippen geleiert hast. So muss man das wirklich sagen. Niemand anders als du hätte es geschafft, so eine starke europäische Handschrift hier in diesen Koalitionsvertrag zu bekommen. Und darum bin ich auch ganz sicher, lieber Martin, dass wir in diesen Fragen, in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren auf dich auch nicht verzichten müssen. Denn du wirst deine Stimme für Europa auch weiterhin laut und vernehmlich in unserer Partei und in der europäischen Sozialdemokratie erheben. Da bin ich sicher, das wünschen wir uns. Also lass dich nicht aufhalten. Ich bin an dieser Stelle und möchte es dir auch ganz klar sagen, sehr stark der Meinung, und das habe ich in meiner Rede heute auch deutlich gemacht, dass eine zweite wichtige Gemeinsamkeit auch der Kampf gegen den Populismus ist, der ja noch stärker in den anderen europäischen Staaten begonnen hat und jetzt erst bei uns in voller Wucht auch mit auf die Tagesordnung kommt. Und auch da haben wir dich immer als eine sehr klare, eine sehr deutliche, eine sehr gute und erfrischende Stimme mit klaren Worten, das liebe ich nämlich, in diesen Fragen gehört. Auch da gerne wieder in Zukunft mehr. Zum Abschied. Das ist ja immer ein Moment, wo es auch wehtut. Haben wir dir, lieber Martin, ein besonderes Geschenk machen wollen. Und was könnte das bei diesem Anlass für einen scheidenden SPD-Vorsitzenden anderes sein als ein Bild? In diesem Fall eine Lithografie von Hans Stein, das einen sehr, sehr großen Sozialdemokraten zeigt, der uns alle so sehr bis heute beeindruckt und prägt. Wenn ich in dein Büro kam, hatte ich den Eindruck, dass du ihn auch sehr schätzt. Er hing da durchaus in mehreren Varianten. Aber das hier ist was Besonderes. Und ich hoffe, es gefällt dir, Martin. Ich danke dir für alles, was du für unsere Partei bisher geleistet hast. Und ich bin mir sicher, dass wir auch weiterhin von dir hören werden. Solidarität. Weiterhin der Partei zu dienen und
Sein Wort ist gefragt, sein Rat ist gefragt, sagen wir es so, in europapolitischen Fragen in jedem Fall. Hier nun ein Geschenk für seine Verdienste um die Partei als Parteivorsitzender. Martin Schulz ist wohl ein bundespolitischer Spitzenpolitiker, der wie kaum ein anderer eine Achterbahnfahrt erlebt hat. Lieber Andrea, liebe Genossinnen und Genossen, natürlich sind das Momente, in denen man in seiner Seele berührt ist. Vorsitzender der SPD zu sein, ist etwas Außergewöhnliches und eine außergewöhnliche Ehre, dass ich das sein durfte. Dafür bin ich dankbar. Und aus ganzem Herzen bestätige ich das, was Andrea gerade gesagt hat. Unsere Zusammenarbeit, Andrea, war super und wird super bleiben. Wir haben uns nicht nur besser kennen, sondern auch schätzen gelernt in der Zusammenarbeit. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass die Partei, die Basis wie die Parteiführung geschlossen hinter dir steht. Denn das braucht eine Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei, Genossinnen und Genossen. Jeder, der diesen Verein führt, jeder, der unsere Partei führt, der muss eins wissen. Du brauchst den Rücken frei, um dich mit dem politischen Gegner auseinanderzusetzen und weniger mit dem, was in der eigenen Partei läuft. Deshalb muss dieser Parteitag der Andrea den Rücken stärken und den Blick nach vorne richten. Das gilt auch für mich persönlich. Ich habe, als ich aus dem Willy Brandt-Haus gegangen bin, am Tag meines Rücktritts gesagt, ich scheide hier ohne Zorn und Bitterkeit. Und das möchte ich hier wiederholen. Zorn hat eh keinen Zweck und Bitterkeit hilft in der Politik nichts, denn es liegen Aufgaben vor uns, die bewältigt werden müssen. Wir müssen den Blick nach vorne richten, ja. Die Bundesrepublik Deutschland braucht eine starke Sozialdemokratie. Warum? Weil nur ein sozial gerechtes, ein starkes und ein auf Friedenspolitik ausgerichtetes Deutschland Europa stark machen kann. Und ohne ein starkes Europa werden die Populisten dieser Welt gewinnen. Aber wenn die Populisten dieser Welt gewinnen, dann gibt es Krieg, Genossinnen und Genossen, dann gibt es Folter, dann gibt es Mord. Dann fliegt das, wofür unsere Generation dankbar sein muss. Dass nämlich das große Erbe der Friedensmacht Europa uns ein Leben in Frieden und Freiheit, in Gerechtigkeit, Solidarität und mit den größten Möglichkeiten, die eine Generation je hatte, beschert hat, dass dieses Europa kaputt geht. Und wenn eine Partei die Verantwortung dafür hat, dass Deutschland wieder die führende Friedensmacht in Europa wird, dann ist es die SPD. Das ist die Aufgabe unserer Partei. Und deshalb sage ich das hier in aller Klarheit, weil mich das natürlich jede Menge Leute fragen. Ja klar, wir haben in den Koalitionsverhandlungen dieses Kapitel zur Europapolitik nicht aus lauter Überdruss an die erste Stelle gesetzt, sondern aus tiefem Bewusstsein um unsere Verantwortung. Neuer Aufbruch für Europa, und das sage ich hier, das ist eine Gemeinsamkeit, das haben wir gemeinsam da herausverhandelt. Olaf Scholz und Andrea Nahles, genauso, ich will das noch mal sagen, was das außenpolitische Kapitel angeht, Sigmar Gabriel, der sich da reingehängt hat, Rolf Mützenich, der da extrem dran gearbeitet hat. Und Leute, wir haben das nicht so hart verhandelt. Das möchte ich hier mal deutlich sagen, auch als Mitglied des Deutschen Bundestages, als Mitglied der SPD-Fraktion, die sich für diese Regierung verantwortlich fühlt. Wir haben das nicht herausverhandelt, damit Konservative in der CDU es 3 Wochen, nachdem die Regierung ihr Amt angetreten hat, schon wieder zu blockieren meinen. Wir meinen das ernst und wir setzen das durch. Mir hat ein guter Freund, Genossen, Genossen, vor ein paar Tagen eine Geschichte erzählt, die mich tief aufgewühlt hat. Wirklich. Der schaut regelmäßig mit seinem 12-jährigen Sohn sich die Nachrichten an. Und der war ziemlich angefasst, als er mir gesagt hat, nach der letzten Nachrichtensendung hat der Junge, 12 Jahre alt, ihm gesagt, Papa, ich habe Angst vor Krieg.
Ich finde, das muss man mal einen Moment sacken lassen. Ein 12-jähriger Junge, der die Nachrichten sieht. Und Leute, wenn dieses Kind die Nachrichten sieht, der sieht nicht Bilder wie wir, meine Generation, wenn wir über Krieg reden. Für uns ist der Krieg dann immer noch das, was unsere Eltern uns über den Krieg erzählt haben oder die Großeltern. Der sieht die Bilder aus Syrien. Der sieht die Bilder aus dem Irak. Der sieht die Bilder in Afghanistan. Und deshalb, Genossinnen und Genossen, ist es so wichtig, dass wir darüber reden, was dieses Friedensmacht bedeutet. Die Europäische Union ist zugegebenermaßen nicht in einem guten Zustand. Und ich habe das schon gesagt, wenn sie nicht von Grund auf reformiert wird, wird sie ihren Aufgaben nicht gerecht werden können. Aber es geht nicht um irgendeine Institution in Brüssel. Es geht nicht um irgendeine kleine Schraube, an der man gedreht werden muss. Unabhängig von Detailvorschlägen, über die man streiten kann, die Emmanuel Macron vorgelegt hat, hat der Mann etwas, was in Deutschland bis dato fehlte und was wir nachholen müssen. Er hat ein grundsätzliches Bekenntnis zu Europa an die Spitze seiner Erklärungen gesetzt. Ja klar kann man im Detail anderer Meinung sein. Aber was Macron als französischer Präsident zum ersten Mal seit langer Zeit in Europa wieder ermöglicht und was dringend einer Ergänzung aus Deutschland bedarf, ist dies. Ohne eine starke Europäische Union wird die Welt nicht friedlicher. Was umgekehrt heißt, Frieden in der Welt angesichts von Donald Trump, angesichts von Nordkorea, angesichts von Recep Tayyip Erdogan, angesichts von Wladimir Putin oder anderen autoritären Politikern, angesichts eines expansiven chinesischen Staatskapitalismus. Frieden und Demokratie wird es ohne eine starke Europäische Union nicht geben. Und deshalb sage ich euch eins, man kann im Detail über die Europapolitik streiten, worüber wir nie streiten dürfen, was die DNA unserer Partei ist. Europa bedeutet Demokratie, Europa bedeutet Menschenrecht, Europa bedeutet Frieden. Und egal, welche Detaildebatte wir führen für Menschenrecht, für Solidarität und Frieden, muss keine Partei mehr kämpfen als die deutsche Sozialdemokratie. Das, Genossinnen und Genossen, ist unser Auftrag. Und macht euch keine Illusionen. Es fängt immer mit dem Rhetorischen an. Und was wir da in Europa hören, Andrea hat darauf hingewiesen, die Feinde der Demokratie und dieser europäischen Demokratiengemeinschaft, die Feinde von Toleranz und gegenseitigem Respekt als die Grundlage des demokratischen Staates, die habe ich eben genannt. Das sind mächtige Leute, die wollen die Europäische Union spalten. Das ist ihr Ziel. Aber wir haben sie auch im Inneren der Europäischen Union sitzen. Du hast Marine Le Pen genannt. Du hast Viktor Orban genannt. Aber ich erlebe im Deutschen Bundestag diese sogenannte Alternative für Deutschland. Jeden Plenartag des Deutschen Bundestages müssen wir uns deren Hetzreden, deren Verachtung gegenüber Minderheiten, deren Intoleranz gegenüber anderen Meinungen anhören. Und ich sage euch ganz klar, was wir da im Deutschen Bundestag hören, das ist antieuropäisch und deutschnational. Und die Deutschnationalen waren schon einmal die Steigbügelhalter für diejenigen, die die Demokratie zerstört haben. Der Kampf für Europa ist immer auch ein Kampf gegen rechts. Und in Deutschland ist es ein Kampf gegen die AfD. Deshalb, Genossinnen und Genossen, die Andrea hat gesagt, du wirst deine Stimme erheben. Jawohl, werde ich. Und ich werde meinen Beitrag versuchen, weiterhin dazu zu leisten, dass das, was wir errungen haben, ich finde, wir können stolz auf unseren Koalitionsvertrag sein. Das war eine Gemeinschaftsleistung. Dass ich daran teilhaben durfte, bleibt
für mich für den Rest meines Lebens ein heller Moment in manchmal dunklen Stunden. Schwierig, da die richtigen Worte zu finden. Ne? Ein heller Moment in manchmal dunklen Stunden. Und ich habe in diesen Koalitionsverhandlungen, Genossinnen und Genossen, trotz aller Widrigkeiten etwas erlebt, womit ich schließen will. Da waren wir, da saßen wir zusammen, Malu und Manuela Schwesig und Andrea Nahles und Olaf Scholz und Lars Klingbeil und ich selbst, mitten in der Nacht, bis 3 Uhr und 4 Uhr und 5 Uhr morgens. Und da habe ich etwas erlebt, Genossinnen und Genossen, was ich mir dauerhaft wünsche für unsere Partei. Wir sind nicht alles Freunde fürs Leben und man muss sie auch nicht immer lieben. Und manchmal darf man auch das Recht haben, kontrovers die Meinungen auszudiskutieren. Aber in diesen Nächten, in den Koalitionsverhandlungen, bis zur physischen, manchmal auch bis zur psychischen Grenze, habe ich etwas erlebt, was ich mir für meine Partei wünsche. Dass das Erbe, das uns große Leute hinterlassen haben in dieser Partei, von uns viel stärker gepflegt wird, nämlich das Gefühl, zusammenzugehören. Das Gefühl des Zusammenhalts. Und wenn ich sage, das Gefühl, dann meine ich nicht die rationale Erkenntnis, dass man zusammengehört, das wissen wir alle, sondern hier im Bauch und im Herzen zu spüren, wir sind eine gemeinsame Familie mit einer gemeinsamen Vision, dass das Leben der Menschen durch uns friedlicher und besser wird. Das müssen wir öfter nicht nur im Kopf, sondern auch im Bauch und im Herzen spüren. Wenn uns das gelingt, dann gibt es für die SPD eine gute Zukunft in Deutschland. Und mit einer starken SPD in Deutschland gibt es ein starkes Deutschland. Und mit einem starken Deutschland gibt es ein friedliches Europa. Und nichts braucht die Welt in diesen Tagen mehr. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und eure Solidarität. Schönen Dank.